Hallo und willkommen zu unserem neuen Review. Diesmal testen wir die Xiaomi Bluetooth Box, oder wie mir letztens gesagt wurde, wird es Xiaomi ausgesprochen. Natürlich wird das Ganze wieder gesponsert von tradingshenzhen.de und Ante. Und dann fangen wir mal kurz an. Natürlich ist diese Bewertung total objektiv. Ich bin kein besonderer Musiker oder habe ein besonderes Gehör, sondern ganz normaler User, der gerne mal ein bisschen Musik hört. Und so will ich die Bluetooth Box auch vorstellen. Die Bluetooth-Box kommt in der Standardverpackung, wie man sie von allen Xiaomi-Produkten kennt. Machen wir sie mal kurz auf. Da ist nichts Besonderes drin. Da haben wir die Bluetooth-Box. Eine kleine Anleitung. Und hier haben wir die Box. Dazu ein USB-Kabel. Und mehr gibt es auch eigentlich nicht. Schauen wir uns die Bluetooth-Box kurz mal an. Sie hat ein recht schönes Design, um ein paar Daten zu nennen. Sie wiegt ungefähr 196 Gramm, ist 80x80x56 mm von der Größe, unterstützt alle möglichen Audioprotokolle, A2DP, AVRCP. Dann funkt sie ungefähr im 2,4 GHz bis 2,48 Hertz Bereich. Soll ungefähr 11 Stunden Musikwiedergabe sowie 13 Stunden Gesprächszeit liefern. Unterstützt Bluetooth 2.0 und soll ungefähr bis zu 10 Meter Entfernung aushalten. So sieht sie ganz schön aus. Hier haben wir einen kleinen Ring und eine LED. Die zeige ich euch gleich ein bisschen besser. Unten haben wir eine Batterie. Auf der Webseite steht zwar, dass die Mi2S oder Mi2 Batterie benutzt wird, aber hier sieht man, es ist eigentlich eine ganz andere Batterie, ist viel kleiner. Hier haben wir den Anschalter, laut und leiser, was aber eigentlich schön benutzbar ist, auch über die oberen Tasten. Hier schauen wir uns kurz mal die Box ein bisschen näher an. Angeschaltet wird sie ganz einfach, indem man hier auf der Seite kurz 2-3 Sekunden hält. Dann meldet sie sich auch sofort mit dem Sound und der LED drumherum. Gepaart wird sie ganz einfach. Hier nehmen wir uns mal das Xiaomi Mi2S, suchen nach dem Gerät und klicken auf Verbinden. Schon meldet sich die Box, dass sie verbunden ist. Dann kann man noch gucken, ob es nur als Headset benutzt werden soll oder als Audiowiedergabe. Sagen wir Audiowiedergabe. Und dann kann man auch schon die Musik starten. Dann nehmen wir uns zum Beispiel hier Robin Thicke. Steuern kann man die Lautstärke natürlich auch über die Box, indem man hier links ein bisschen hält, wird es leiser, oder rechts wird es lauter, bis zu einem bestimmten Punkt, dann meldet sich die Box, hat sie ihre Maximallautstärke erreicht. Machen wir mal die Musik aus. Was ich zum Sound sagen kann, das kann ich direkt mal hier ein bisschen testen und euch zeigen. Der Sound ist sehr, also kann sehr laut sein. Können wir hier direkt mal testen. Natürlich kommt das in dem Video nicht ganz so rüber, aber der Sound ist richtig laut. Was mir ein bisschen fehlt bei der Box ist der Bass. Sie ist sehr, ja, man hört die Höhen und bei sehr lauter Stärke kein Knatsch. Aber sie hat immer noch einen guten Sound, aber ist nicht sehr basslastig. Natürlich kommt es auch ein bisschen auf den Song an, aber sie hört sich verdammt gut an, muss ich sagen. Es macht auch richtig Spaß, sie sieht gut aus. Ist einfach eingerichtet. Natürlich fehlen ihr zum Beispiel Micro-SD-Karteneingang, wo man auch ein paar Lieder auf eine Micro-SD-Karte packen kann. Man muss immer das Handy oder den Sender dabei haben, um Musik zu senden per Bluetooth. Was natürlich auf die Batterie des Handys geht. Aber die, ich muss sagen, beim Umzug habe ich sie ungefähr 8 bis 10 Stunden benutzt und die Batterie war immer noch nicht leer. Deshalb denke ich mal, die 11 Stunden, die vom Hersteller angegeben sind, erreicht sie eigentlich locker. Bei der Gesprächszeit, ja, ich habe es mal ausprobiert, aber es ist eigentlich ja, kein Feature, das man oft gebraucht. Man benutzt es eher für die Musik. Was kann ich euch noch sagen? Die Musik, die 10 Meter, die vom Hersteller angegeben werden, finde ich, werden nicht erreicht. Ich kann es mal hier kurz zeigen. Ja.
Da hört man zum Beispiel schon ein bisschen knatschen und es ist so ungefähr bei 5 Metern. Also die 10 Meter werden auf keinen Fall erreicht, finde ich. Vor allem in Gebäuden, wenn Wände noch dazwischen sind, schafft man 5 Meter eigentlich gut. 4 Meter ist eigentlich so für mein Gefühl das Maximum. Jetzt sind wir wieder zurück. Ich kann euch hier mal ein paar basslastigere Lieder laufen lassen. Was man auf jeden Fall sagen muss, ist die Lautstärke. Die kann richtig laut sein. Die Box ist groß, bietet viel Raum für Sound und wenn man es laut haben will, draußen beim Grillen, dann kann man die schon richtig aufdrehen. Wenn man das ein Handy hat, das noch mehr sogar Lautstärke erlaubt, würde wahrscheinlich noch mehr gehen. Aber man muss dazu auch sagen, in hohen Lautstärken fängt es so ein bisschen an, knatschig, so ein bisschen radiomäßig zu werden. Was ich euch kurz noch zeigen oder hören lassen will, ist so der Vergleich zwischen so einer kleinen No-Name-Box, die wir auf dem Markt gefunden haben. Die ist ein bisschen kleiner, komplett aus Metall, ziemlich schwer. Verbunden ist die Box schon. Dann lassen wir das gleiche Lied mal abspielen. Hier finde ich, man hört es vielleicht nicht ganz im Video. Sie kann auf jeden Fall nicht so laut eingestellt werden wie die Xiaomi-Box. Aber ich finde, in hohen Tönen oder in hohen Lautstärken ist sie auf jeden Fall basslastiger. Da lässt sie den Tisch richtig vibrieren, wo die Xiaomi-Box ja wenig Bass hat. Dafür hört sie sich, wie man das vielleicht im Video hört, ein bisschen dumpfer an. Ein bisschen, ihr fehlt das Volumen im Sound, was bei der Xiaomi-Box wesentlich besser rüberkommt durch die laute Box. Die kleine Box kommt auch nur auf 7-8 Stunden, aber der Vorteil bei der kleinen Box ist, die hat einen Micro-SD-Karteneingang, da kann man dann auch mal eine Micro-SD-Karte reinpacken und einen ganz normalen MP3-Player nutzen, was die Xiaomi-Box zum Beispiel nicht kann. Und da ist auch ein Line-In-Eingang, was aber nicht jedermanns Sache. Die Xiaomi-Box ist hauptsächlich nur fürs Abspielen von Bluetooth-Geräten gut und mehr nicht. So, kurz nochmal die Xiaomi-Box zum Vergleich. Vielleicht kommt das in dem Video nicht ganz so rüber, aber sie klingt auf jeden Fall nach mehr Volumen, nach besserem Sound, besserer Lautstärke. Nicht so dumpf wie die andere, die mehr nach altem Radio klingt. Was kein Wunder ist, weil sie eher eine No-Name-Marke ist. Da muss man sagen, so als Fazit kann ich sagen, die Xiaomi-Box, die Bluetooth-Box ist echt schön vom Design. Das ist man aber von Xiaomi gewöhnt. Sehr einfach zu bedienen. Man verbindet die Box, gibt kurz das Passwort 000 ein und die Box verbunden. Kann nicht viel mehr, als einfach nur als Bluetooth-Box benutzt zu werden. Aber das reicht eigentlich voll aus. Sie hält ziemlich lange mit der Batterie, also 10-11 Stunden kommt man bei Musikwiedergabe locker aus und die Ladezeit ist ziemlich kurz. So kann ich eigentlich nur sagen, top Box. Xiaomi hat mal wieder Preis-Leistungs-Verhältnis richtig gut hingekriegt, plus schönes Design und einfache Bedienung. Kann man nur empfehlen, die Box. Ich danke fürs Zugucken und empfehle euch natürlich die anderen Videos auf unserem Channel und schaut öfters mal vorbei.